Ja, yeah, Leute, willkommen zurück zu 13. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Ich musste noch mal ein bisschen was nachspielen. Jetzt haben wir die Schleuse geöffnet. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch einfach reinspringen, aber... Okay, ja, aber ich mache es einfach mal so, dass ich mich reinhandle, weil... Ja, weil ich es kann. Genau, ab ins Wasser mit uns. Ja, wir bleiben natürlich bei der Armbrust. Ja, jetzt habe ich, wie gesagt, auch das Sturmgewehr. Gekommen sind wir, glaube ich, eh von der Seite. Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich... Wir sehen es eh gleich. Ja, und es ist mir hier auch schon passiert, muss ich ehrlich sagen, damals, dass ich tatsächlich mehr oder weniger erstickt bin. Also, nicht betrunken, sondern ertrunken. Also die kann ich nicht erledigen, oder wie sieht's aus? Sieht zumindest nicht so aus, als ob ich die erledigen könnte. Ja, dann würde ich sagen, tauchen wir wieder ab. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Richtung ist. Ich gehe mir davon aus, dass es die richtige Richtung ist. Es ist etwas unrealistisch, dass man ausgerechnet unter Wasser eine Knarre halten kann. Aber... Fuck drauf, würde ich jetzt so sagen. So. Ah, wir sind schon aus dem Wasser raus. Aber ich muss leider sagen, nicht endgültig. So. Ob ich jetzt treffe, ist die andere Frage. Nein! Nein! Ich hab's, glaube ich, vergeigt. Ja. Ja. Ja, Leute, ihr kennt euch aus. Ich schneide das kurz raus. So, neuer Versuch, würde ich mal sagen. Ja. Also, wir müssen auf alle Fälle beide mit Sicherheit treffen. Ja. Hoppala. Wir müssen auf alle Fälle beide... Ja, wenn es nicht so blöd verziehen würde mit der Steuerung. Das ist echt... Jawohl. Das sieht immer so geil aus, wenn die runterstürzen. Ganz ehrlich... Ich bin eh nicht oft schadenfroh, aber das ist so richtig fies. Ja, wenn es nicht so blöd verziehen würde, ganz ehrlich. Jawoll. Oh Mann, das muss echt wehtun. Ganz ehrlich. Kann ich mich da jetzt schon raufhandeln? Mir kam das ehrlich gesagt gar nicht so weit vor. Ah. Nein. Wieder hoch. Ja, wieder hoch. Jawohl. So. Ah. Okay, dann haben wir es tatsächlich schon geschafft, oder wie? Ja, mir kam das eigentlich immer viel, viel länger vor, muss ich ehrlich sagen. Ja, egal. Wird sich sicher gleich um ihn kümmern. Wir sollten Nummer 1 mit diesem Problem nicht behelligen. Jedenfalls hat 13 keine Chance, unsere Pläne zu stören. Meine Männer stehen bereit, General Stanford. Es hat viel Unruhe seit seiner Auferstehung gegeben, aber unsere ersten Manöver laufen nach Plan. Ich bewundere Ihren Optimismus, Colonel McCall. Wie wäre es mit einer kleinen Besichtigungstour? Ich würde gerne ein Auge auf unser Waffenlager werfen. Natürlich, General. Folgen Sie mir. Also Nummer 1 ist quasi der Hauptdrahtzieher, soweit ich jetzt mitgekriegt habe. Also, ja, schätze ich zumindest, dass er der Hauptdrahtzieher ist. Den müssen wir wahrscheinlich am Ende besiegen. Okay, das war jetzt wirklich kürzer, als ich erwartet hätte. Verstecken Sie die Wanze im Zelt von Colonel McCall. Schalten Sie die Spets in der Nähe des... Ah. Okay, wir müssten quasi, ja, blöd gesagt, wieder unentdeckt bleiben. Was ist aus ihm geworden?
Oh Mann, schon wieder tauchen. Ja, prinzipiell habe ich nichts gegen's Tauchen, aber es ist halt schon irgendwo ein bisschen nervig, will ich mal so sagen. So. Steve Rowland, der Mann, dessen Identität ich angenommen habe. Ach so, dann heißt er in Wirklichkeit Jason Fly. Okay. Ja, das habe ich auch irgendwie erst ganz am Ende des Spiels irgendwie gecheckt. Oh mein Gott, wer singt denn darum? Jawohl, Schalldämpfer. Schalldämpfer sind immer cool. Ja. Ich find's nur jedes Mal scheiße, wenn wir ein Level geschafft haben, dass wir dann keine Rüstung mehr und nichts haben, weil wäre so gesehen eigentlich besser. Aber gut, ich werde ja nicht gefragt, ne? So, nix drin. Okay, wir müssten definitiv den Arsch da oben ausschalten. Wofür haben wir denn die Armbrust, ne? Ob ich den von hier aus treffe, ist die andere Frage. Nein! Ich habe ihm eigentlich genau in die Birne geschossen, aber ihr habt's gesehen, Leute, ich habe ihm genau in den Kopf geschossen. Das kann fast nicht daneben gegangen sein. Alter, sing doch nicht so falsch. Jawohl, jetzt. Das heißt, jetzt können wir den einfach so. Was? Ja, jetzt. Okay, das war jetzt etwas unlogisch, warum der nach dem ersten nicht schon umgefallen ist. Was? Nein! Verdammt. Ja, das kann ich nicht mehr verhindern. Scheiße. Ja. Ja. Ja, ich verliere, Leute, weil wir sollten das ja Ding machen. Auf die geheime Art und Weise. Also habe ich, ja. Ja, wir schaffen das schon, Leute. Ja, es wird schon langsam ein bisschen öde, also. Naja, öde nicht. Also ich finde eigentlich, dass wir mit jedem Schritt weiterkommen. Es ist halt ab und zu richtig zäh, weil. Ja, es ist halt nicht unbedingt einfach. Ja, das kennen wir eh schon. Kann ich nicht überspringen, scheiße. Für mich bin ich ein Held, ganz ehrlich. Genau. Achso, da ist er wieder. Jawohl, Schalldämpfer. Ja, ich vergesse jedes Mal, was da drinnen ist, deswegen mache ich es immer neu auf. Oh mein Gott, der singt falsch, der Typ. Ganz ehrlich. Ja, ich hätte das auch rausschneiden können, aber ich habe jetzt gedacht, wofür? Ist doch im Endeffekt eh egal. Ah, okay. Hier treffe ich ihn besser. Jawohl. Direkt in die Birne. So, jetzt muss da rein theoretisch noch einer hinten stehen. Weil da hat mich ja vorher einer gesehen.
Weil da geht nämlich auch einer. Wo wäre dann rein theoretisch der Nächste? Oh Mann, der Typ geht mir mit seiner Singerei so richtig auf den Sack. Nein! Nein! Scheiße. Boah, jetzt geht's mir dann auf den Sack. Ja, 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 geh mir nicht auf die Eier. Boah. Ja. Ja, soweit habe ich es wieder hergeschafft. Ist eigentlich eh kein Kunststück, aber... Ja, es ist einfach scheiße, wenn man... Kann ich diese Schwachen... Ja, okay, den brauche ich im Prinzip... Den brauche ich ja im Prinzip jetzt nicht unbedingt umzulegen. Was singt der Freak da überhaupt? Ja, wie gesagt, das ist einer der Level, die ich eigentlich richtig hasse. Ja, und speichern bringt mir hier auch nichts. Hier war doch vorher einer, oder nicht? Weil sonst hat mich der nicht gesehen. Ach so, ist er da aufgehört zu singen. Warum auch immer. Ach, da. So, wie weit gehst du? Nein! Ja, jetzt war wieder was in der Aufnahme. Boah, wie ich das hasse. Jawohl! Obwohl ich eigentlich ein paar Zentimeter daneben geschossen habe. Ja, jetzt muss ich den auch eliminieren. Nein! Boah, leck mich, nein! Bestimmt nicht. Nein! Nein, bestimmt nicht. Ja, jetzt ist es mir egal. Ein drittes Mal mache ich das nicht. Nee, bestimmt nicht. Boah, leck mich doch. Es sind eh keine Leute hier. Oh. Boah. Nein, jetzt habe ich... Boah. Ist das scheiße, Leute, ganz ehrlich. Ich habe da nur noch 10 Schuss. Nein. So, ich versuch's jetzt von der Seite her, weil ja, der kommt ja von dieser Seite hier. Weil wenn ich den jetzt so ausschalte, dass er quasi hinterm Zelt liegt, dann sieht ihn keiner. Genau. Alter, der singt wirklich falsch, der Typ. Ja, sorry, dass ich das jetzt ein bisschen zieht, aber... ja, wenn ich noch ein paar... Ja, ich müsste ihn normalerweise mit einem Schuss erledigen können. Das heißt... Ja, er ist sowieso weit genug weg, dass ich ihn auf alle Fälle richtig gut erwischen kann. Komm schon, du Freak. Ich will dich töten. Es ist sowieso dämlich, dass man die relativ stealth-mäßig erledigen muss, weil die ballern dich ja auch einfach weg. Das ganze Level hier ist eigentlich meiner Meinung nach eines der besten, weil es wirklich schwierig ist, aber gleichzeitig... Aber gleichzeitig, jawohl, das war gut. Das war sogar eigentlich sehr gut, wenn man es genau nimmt. Okay, den Freak da drüben... wo geht denn der jetzt hin, bitte?
Ah, da ist ein Midi-Pack. Ja, das hole ich mir mal eben. Sehr gut. Ist da auch noch jemand? Ah, genau, da ist der Freak. Genau, von hier aus kann ich ihn sogar noch besser erledigen. Jawohl! Oh Mann, wenn jetzt noch etwas passieren würde, ich wäre so... Ach, war das sogar der... Nein. Das war bestimmt nicht der Typ, oder? Nee, nee. Was?! Nein! Ja, jetzt hat er den Alarm ausgelöst. Kann man nichts machen. Ja. Das war jetzt mein Versehen. Ja, Versehen kann man es nicht sagen, aber... Kommt schon, ihr Freaks. Ja. Jawohl. Okay, jetzt habe ich hier wieder keine Muni. War es das schon? War es das mit diesen Freaks? Jawohl, noch ein BD-Pack. Soll ich mir wieder eins reinhauen? Ja, ich habe eh zwei. Ja, für alle Fälle, weil hier werden wir es auf alle Fälle brauchen. Jawohl, Sturmgewehr. Also für die, die es nicht wissen, ich habe es auch nicht gewusst, SG steht tatsächlich für Sturmgewehr. Sehr gut. Dann war der Part ja doch nicht ganz für den Arsch. Ja, ich sag immer so, wenn im Let's Play, also im jeweiligen Part, nichts passiert, dann war der Part meiner Meinung nach für den Arsch. Kann ich da eigentlich rein? Natürlich nicht. Arsch. Achso, ich kann hier eh auch hinter. Cool. Ja, ich spare mir die Sturmgewehr-Muni etwas. Also, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht machen würde, ne? Ja, Abspeicher bringt mir ja hier nichts. Weil ich sowieso Checkpoints habe. Ja gut, jetzt brauche ich es, weil... Ja, aber genau hier, glaube ich, am Ende des Levels bekommen wir voll die geile Waffe. Voll die geile neue Waffe. Okay. Was? Was, was, was? Nein. Habe ich da überhaupt genug Schuss? Ja, zwei. Super. Okay, der ist schon wieder weg. Ja, wenn die Mucke genau so wird, wie sie jetzt ist, heißt das eigentlich nichts anderes als, hey, der backt auf der Stelle fest, wie geil ist denn das? Ja, natürlich versuche ich das so gut wie möglich zu stealthen, weil das ja eigentlich auch Sinn der Sache ist. Okay, der Freak geht jetzt nach vorne. Der andere wird sich gleich wieder umdrehen. Nein! Ja, das war jetzt nicht ganz... Jawohl! So, den nächsten auch gleich. Nein! Ah, jetzt hat er mich. Boah, leck mich doch, du. Ja, wobei mir das schon wieder fast lieber ist als so dieses Stealthen, weil... Wo ist denn noch einer? Ah, da. Ach so, das war's schon mit ihm. Okay, die halten da gar nichts aus. Wofür seid ihr denn ausgebildete Soldaten, wenn ihr nichts aushaltet? Ja gut, so eine Salve muss schon wehtun, ne? Ja, das sind übrigens Explosionsfässer. Für die, die es wissen wollen. Ja. Ja, ihr seht schon, wir bekommen hier schon wieder genug Maschinengewehr-Muni. Das ist geil. Wie gesagt, das wird eigentlich unsere Hauptwaffe, kann man so sagen. Wir bekommen zwar, wie gesagt, eine bessere, aber für die haben wir dann wieder etwas zu wenig Muni, meiner Meinung nach. Ja, genau, lad mal nach. Jawohl. Ja, eigentlich ist der Schalldämpfer hier sogar besser, aber, ja, ihr wisst ja, Armbrust ist einfach geil. Achso, das habe ich mir schon geholt, alles klar. Ja, ein bisschen will ich schon noch machen. Checkpoint. Ja, das passt ja noch besser. Ich glaube nämlich, dass hier gleich einer ist. Ja, dann geh kacken. Dann geh kacken, Kumpel.
Nein, das werde ich machen. Ich töte zwar nicht gerne Köche, aber... Jawohl! Ich habe ihn umgebracht, bevor... Jetzt kommt schon wieder so eine Antivirus-Anzeige. Kennt ihr das? Ja, das ist lästig. Okay. Ja, man hört was. Und wahrscheinlich ist da oben auch einer. Den kriege ich aber von hier aus. Nein! 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 Wo? 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 Wo denn? Ich habe doch jetzt gar keine gesehen, Lal. Ja, das ist bestimmt der Freak da oben. Ja, klar ist es der. Ja, den mache ich jetzt mit der Armbrust kalt. Der ballert aus vollen Rohren. Okay, das war nix. Das auch nicht. Aber wir haben eh genug Schuss. Okay, nochmal. Boah, ich treffe nicht richtig. Ja, der Controller hat voll den Verzug, ganz ehrlich. Ah, jetzt ist er down. Alles klar. Okay, da hinten rennt noch einer. Jawohl, in den Hinterkopf. Das muss wehtun. Nein, ich habe mich mal erkundigt, tatsächlich. Spürt man das wirklich nur ganz kurz? Okay, ja, jetzt heißt es gleich wieder Sturmgewehr-Action. Nix Alarm. Nix Alarm. Diese Penner wissen ja trotzdem nicht, wo ich bin. Der da zum Beispiel, der sieht mich nicht. Jawohl. Darum sage ich ja im Prinzip, was? Nein! Boah. Wo ist denn der? Jawohl. Wo ist denn der andere? Was? Wo ist denn der andere? Ich sehe niemanden mehr. Ja, jetzt muss ich mal eben mein Medipack reinwerfen, sonst verrecke ich. Ah! Nein! Ich brauche das Medipack. Nein, das Medipack! Boah. Alter, ich hätte jetzt. Ja, jetzt habe ich die falsche Waffe ausgerüstet, war klar. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du? Wo bist denn du? Wo bist du? Alter, wo ist der? Hallo? Wo ist denn der? Ah, da war er. Müsste ich sowieso ausschalten, also. Nein! Nein! Ich sterbe hier bestimmt nicht. Nein. Nein. Bestimmt nicht, Leute. Nee, das lasse ich nicht zu. Sehr gut. Das heißt, Leute, wir werden an dieser Stelle schon mal den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst vielleicht einen Kommentar und ein Like oder zumindest eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder zu 13. Bis dahin, macht's gut, Leute.